Happy Christmas an die ganze Community, eigentlich an die ganze Welt. Gerade Kinder, fühlt diesen Abend. Lasst euch reichlich beschenken, Mops. Frohe, frohe Weihnachten. Wir wünschen euch allen ein schönes Weihnachtsfest. Genießt die Zeit, solange man sie noch genießen kann, auch wenn vielleicht der ein oder andere dabei ist mit am Weihnachtstisch, wo man sich denkt, ach Mensch, jetzt muss ich mich mal zusammenreißen. Dann reißt euch einfach mal zusammen. Es ist ja nur für den einen Tag oder für die kommenden Tage. Wie auch immer, man bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone und man springt mal vielleicht über seinen Stolz. Wie auch immer, oder man tut sich das Ganze einfach nicht an. Das kann man natürlich auch tun. Auf jeden Fall wünschen wir euch frohe Weihnachten, ein schönes Weihnachtsfest. Wir denken an euch und deswegen wollten wir euch heute auch eine Nachricht zukommen lassen und euch ein gutes Essen wünschen, vielleicht schöne Geschenke, tolle Gespräche, Wiedersehen mit Familien, die man nicht immer sieht und wir werden auch ein schönes Weihnachtsfest feiern, so viel steht fest. Und mir ging heute Nacht ein Gedanke im Kopf herum, wo ich dachte, das muss ich euch vortragen. Ja, wir wollten eigentlich erst nichts machen, aber du sagtest jetzt heute Morgen, ja komm, wir machen es, wir gehen raus zum Meer. Ja genau, wir müssen unseren Zuschauern Weihnachtsbotschaften zukommen lassen. Wir haben jetzt überlegt, ob wir so einen Text einfach schreiben und den irgendwie posten, aber haben gesagt, nee, komm. Es sind auch am Heiligen Abend, wollen wir ein paar nette Worte an euch richten, von daher kommt dieses Video jetzt an euch. Möchtest du noch ein paar Worte widmen, Illo? Ansonsten trage ich gleich ein Gedicht vor. Ja, also ich glaube auch, für manche bedeutet Weihnachten auch durch vielleicht auch einen Verlust oder durch eine Erinnerung oder sowas, vielleicht auch was Schlechtes. Aber ich glaube trotzdem, dass man allgemein im Ganzen von allen Menschen trotzdem dann immer positive Schwingungen kriegt. Und dann wollen wir auch irgendwie beitragen, Entschuldigung. Ach so, ja, nein, haben wir auch schon gemacht. Ja, aber ja, nicht für jeden ist Weihnachten gleich eine schöne Erinnerung und so weiter. Also ich glaube, du willst darauf hinaus, dass Weihnachten ja ein Fest ist, wo viele zu Hause sind, mit ihren Liebsten verbringen und viel nachdenken. Und wenn da jetzt vielleicht irgendwie was passiert ist in der Vergangenheit und man dann auf einmal sitzt und denkt, ach, das war doch mal so und so, dass ich glaube, das sind Tage, wo man viel nachdenkt oder Zeit hat zum Nachdenken. Genau, ich glaube, das wolltest du sagen. Und genau da möchten wir auf jeden Fall jetzt einfach mit unseren positiven Videos einfach hier auch ein Statement setzen und einfach mal ganz kurz, also nicht Heiligabend hat halt nicht jeder viel Zeit, deswegen macht es auch einfach Sinn, hier sowas zu machen. Und ja, Mops, du möchtest jetzt das Gedicht, also ich möchte mal ganz kurz sagen, wir waren früher einmal in der Kirche wegen mir, glaube ich, oder sowas, sonst waren wir nie in der Kirche. Und das ist ja auch egal, ich glaube, dieses Thema brauchen wir gar nicht anfangen. Jeder so, wie er mag, mit allen anderen Sachen auch. Ne? Wenn das jemand braucht und da Glauben kriegt, okay, das ist genauso wie Fußball, das gibt jemandem Kraft. Oder bei manchen gibt Illo und Mops die tägliche Kraft. Und wenn das ist das, was einen Kraft und Dings verleiht, dann ist das doch vollkommen in Ordnung, finde ich. Ne? Genau, ja, gucken wir mal, ob wir das Gedicht jetzt schaffen. So, es gibt ein Gedicht und das ist vielleicht was Schönes für euch oder gerade auch zu diesen Worten, die Illo meint. Deswegen dieses Gedicht, das fiel mir heute Nacht ein, da dachte ich, ich muss es vortragen. Wir hatten es mal selber in einer Weihnachtskarte stehen. Von der lieben Sarah, das kann ich ja an dieser Stelle sagen, genau. Da steht drin, die vier Kerzen. Vier Kerzen brannten am Adventskranz. Es war ganz still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste Kerze seufzte, ich heiße Frieden, mein Licht leuchtet. Aber die Menschen halten keinen Frieden. Ihr Licht wurde kleiner und erlosch. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Ein Luftzug brachte die Kerze zum Erlöschen. Traurig und leise meldete sich die dritte Kerze. Ich heiße Liebe. Aber ich habe keine Kraft mehr. Die Menschen sehen sich nur noch selber und die anderen nicht, die sie lieb haben sollen. Mit einem letzten Aufflackern war auch dieses Licht erloschen. Da kam ein Kind ins Zimmer hinein und fing an zu weinen. Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Hab keine Angst, solange ich brenne, können wir die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Da nahm das Kind diese Kerze und zündete mit ihrer Flamme auch die anderen Kerzen wieder an. Ja, wir versuchen diese Flamme im nächsten Jahr auch zu sein und auch jetzt zu sein. Genau. Für diese 5-6 Minuten, die wir hier rüberbringen.
beziehungsweise lasst es euch nochmal durch den Kopf gehen, was da gesagt worden ist. Wenn vielleicht auch für den einen oder anderen gerade eine schwere Zeit ist und man keinen Weg mehr weiß, das Leben geht weiter, auch wenn es schwer ist. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest. Liebe Grüße von uns und fühlt euch alle gedrückt. Genau. Wir schicken euch natürlich hier hinten noch ein bisschen die Sonne. Genießt diese Aussicht. Bis dann. Ciao, ciao.